Erstmal guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Sie sehen wunderschön aus. Ja, da haben Sie recht. Mehr oder weniger. Ich glaube, dass man das akzeptieren muss, dass es dazu verschiedene Meinungen gibt. Absolut. Ja, selbst bei mir in der Partei, in der CDU gibt es unterschiedliche Meinungen, in der Regierung gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Die Meinungen gehen ja weit auseinander und gerade bei Herrn Seehofer fällt ein Trend auf. Das ist der Trend des offenen Hasses gegenüber Angela Merkel. Wenn Sie jetzt gerade Horst Seehofer nehmen, den trete ich natürlich dann manchmal auch ordentlich in den Arsch, das ist klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so eine konkrete Aussage, wie Sie sie gerade eben gemacht haben, noch nirgendwo zumindest lesen konnte. Aber was mich tatsächlich noch viel mehr interessiert, ist, inwiefern private Befindlichkeiten in der Politik eine Rolle spielen. Wie jeder Mensch habe ich ein Privatleben und da arbeite ich auf den Straßenstrich, was mir auch Spaß macht, was mich auch, sagen wir mal, noch beschäftigt, auch nach 8 Stunden noch. Andere haben vielleicht andere Prioritäten. Und wann immer ich auf den Strich gehe, werde ich fotografiert und angebaggert und angespuckt und das gehört dazu. Also Sie haben grundsätzlich keine Berührungsängste? Nee, überhaupt nicht. Ich muss mich über Kundschaft jetzt eigentlich nicht so beklagen. Mhm. Und natürlich verändert das jeden Menschen, wenn sie den ganzen Tag anschaffen gehen. Also ich bin da in der glücklichen Lage, dass es mich nicht betrifft. Deswegen ich mit dieser Meinung auch an sich ganz gut leben kann. Aber wenn ich dazu noch kurz was sagen darf. Natürlich, ich habe sogar schon mal mit einem Negasex gemacht. War ein Riesending. Persönlich muss ich sagen, dass mein Teil ein bisschen klein ist. Ja, wenn man da am kleinen Teil sehr stark rumbelt, dann hat man plötzlich keine Grenze mehr, wo das aufhört. Und ich finde, dass das, was man aus sowas rauskriegt, echt die Sache wert ist. Ja. Es gibt gravierende Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber jeder Mensch ist ein Mensch. Da sind wir uns tatsächlich sehr, sehr einig. Wenn wir über das Thema Geschlechtsverkehr reden, kommen wir nicht umhin, dass ich Sie natürlich auch frage, weil es mich interessiert, was heißt eigentlich Inzest? Also ich kann Ihnen gleich 3 Broschüren der CSU schicken. Oh, sehr cool. Was ebenfalls viele Leute interessiert hat, spielt es in Ihren Augen eine Rolle, wo ein Mensch herkommt? Ich möchte keine Araber in Deutschland. Aber ist es dann nicht im Prinzip Nationalismus? Da haben Sie recht. Okay, also quasi, man könnte schon sagen, Heil Hitler. Ja, das glaube ich, scheuen wir uns aber auch nicht politisch zu sagen. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, das wird alles benannt. Und jeder weiß, dass wir Ausländer alle gleich sind. Absolut. Ja. Viele von denen arbeiten eher nicht. Richtig. Was unglaublich viele jüngere Zuschauer, die ich ja eben auch habe, interessiert, spielt Angela Merkel auch online? Wie jeder Mensch habe ich einen Stream-Account und darauf kenne ich zum Beispiel Countertag. Sehr cool. Allerdings habe ich so auch meine Probleme damit, dass russische Hacker eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich da geht. Es gibt sie und damit muss man leben. Aber wenn ich russische Hacker vor mir habe, kann ich die nicht als Mute bezeichnen. Das ist für mich tatsächlich ein Kleinreden von einem größeren Problem, was eben ganz klar eigentlich als Cheaten zu betiteln ist. Ja, ich kann mir für mich so eine Tätigkeit nicht vorstellen. Ich habe Skill. Wo wir gerade im Internet sind, bleiben wir da bei dem Thema auf jeden Fall noch. Nö. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Interviewgelegenheit, fürs Interview, auch für Ihre ehrlichen Antworten. Und wünsche noch einen wunderschönen und vielleicht ein bisschen entspannten Tag. Halt deine abschließende Frage. Wie sieht's aus mit Cannabis? Smoke weed every day. Yeah.